Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video möchte ich mir mal mit euch alle neuen confirmten Spezies anschauen, welche man im ersten Death Diary von JWE 2 sehen konnte. In diesem Clip sehen wir zum allerersten Mal den Apatosaurus. Das heißt, dieser ist dann auch für das Spiel confirmed. Dann haben wir als nächstes den Velociraptor, aber das war ja eigentlich klar, weil dieser ist natürlich in jedem Film zu sehen und ist ganz, ganz großer Bestandteil vom Jurassic Park und World Franchise. Das Besondere an diesem ist, dass man das erste Mal Szenen sieht, wie dieser in der Gruppe jagt, und es scheint wohl auch so zu sein, dass der wirklich auch Jagd auf sehr große Pflanzenfresser zum Beispiel macht, wie zum Beispiel hier in dem Fall ein Stegosaurus. Der nächste ist der Coritosaurus. Vom Model her sehen die eigentlich alle relativ identisch aus wie in Jurassic World Evolution 1. Und das hier ist der kleine Bruder vom Triceratops, kann man fast sagen. Nämlich der Torosaurus, den werden wir auch im Spiel haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es das erste Gameplay vom Tyrannosaurus Rex ist. Aber den sieht man hier auch nochmal in einem wunderschönen Skin. Der Pachycephalosaurus darf natürlich auch nicht fehlen. Und auch der Dracorex ist mit dabei. Und aus diesem Menü können wir dann auch noch den Albertosaurus, den Camarasaurus und den Nigersaurus entnehmen. Hier auf dem Video sieht man auch noch einen Chasmosaurus. Und dann habe ich noch ein paar Spekulationen, dazu könnt ihr dann mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Unter anderem zu dieser Gameplay-Aufnahme. Das da unten ist auf jeden Fall ein Hadrosauridae. Die Frage ist nur welcher, für mich sieht er nämlich so ein bisschen aus wie der Parasaurolophus. Könnte allerdings natürlich auch der Coritosaurus sein, aber für mich sieht das auf dem Kopf echt eher so aus wie ein Para. Und bei diesem Gameplay-Ausschnitt sieht das so ein bisschen aus wie ein Edmontosaurus. Könnte natürlich auch hier wieder der Corito sein stattdessen. Und ja, das waren jetzt erstmal alle neuen Dinosaurier, die ich in dem Death Diary 1 finden konnte. Falls ihr noch was gesehen habt, was ich übersehen habe, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich dann auch von euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und gut informiert, dann lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.